Wir kommen jetzt zum Neuwahlbarometer. 10 Positionen und 10 Argumente. Das heißt, Sie haben vor sich ein Barometer, eine Skala von 1 bis 10 stehen. Und Ihre Aufgabe ist es, sich jetzt zu den einzelnen Argumenten zu positionieren. 1 ist keine Zustimmung und 10 ist die vollste Zustimmung. Ich möchte mit dem ersten Argument beginnen. Und zwar geht es dabei um die Rolle und Haltung der EU-Abgeordneten. Mein Einfluss ist groß genug, um die EU mitgestalten zu können.